Der Eichelhäher bevorzugt als Lebensraum unterholzreiche Waldgebiete, ist aber ebenso auch in Gärten und Parkanlagen der Siedlungsräume anzutreffen. Der Vogel ist ein Stimmenkünstler, der nicht nur andere Tierarten durch seine Ätsch-Ätsch-Rufe warnt, sondern auch diverse Vogelstimmen täuschend echt nachahmen kann. Zur Brutzeit setzt sich das Eichelhäher-Weibchen vor der Eiablage mit aufgeplustertem Bauchgefieder gerne den wärmenden Frühlingsstrahlen aus, während das Männchen ihm ab und zu einen Leckerbissen bringt.